K-Means-Clustering, ein kleiner Machine Learning-Algorithmus, der wieder eine bestechend einfache Idee hat, ein unsupervised Algorithmus mit verschiedenen Einsatzgebieten, wenn es darum geht, Qualitätsstandards von Produkten irgendwie automatisch clustern zu lassen oder auch Farbreduktion, sprich Komprimierung bei Bildern. Da kann man dann ja dann noch andere Algorithmen drauflassen, die dann mit weniger Farben entsprechend gut komprimieren können. Dazu gibt es ja ein paar Videos, welche LWZ, LZ77 etc., was es da gibt. Ja, und die Cluster-Algorithmen von K-Means zum Beispiel ist eine Option, um Bilder mit den Farben entsprechend zu reduzieren. Hier ein Beispiel. Ja, und wie dieser Algorithmus jetzt funktioniert, das sehen wir uns jetzt im Detail an. Gehen wir also mal wieder von einem zweidimensionalen Feature-Vektor aus, also von Datensätzen, die wir hier haben. Und das Spannende ist jetzt natürlich, diese Datensätze wollen wir clustern. In dem Fall gibt es eine X- und Y-Achse oder X0, X1, je nachdem, wie man es benennen will. Es sind irgendwelche Werte und wir wollen diese clustern. Nun gut, das funktioniert natürlich auch wieder mit viel mehreren Dimensionen. Hier nur, weil es einfacher darzustellen ist, mit zwei Dimensionen. Wir brauchen mal ein K, das wir wollen, also wie viele Cluster wollen wir haben. Das ist etwas, das sollten wir beim K-Means-Algorithmus wissen. Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit, um ein optimales K zu ermitteln. Allerdings jetzt mal angenommen, wir wissen das K. Dann machen wir Folgendes: Wir erzeugen K-zufällige Zentroiden. Also, wenn wir zwei Cluster haben, dann steht das K für 2 und wir erzeugen zwei zufällige Zentroiden. Ein Zentroid ist nichts anderes als ein Punkt im Schwerpunkt sozusagen. Sehen wir dann gleich. Also, Beispiel K gleich 2, wir machen zwei zufällige Zentroiden. Wir machen einen roten und einen blauen oder so einen braunen und einen blauen Zentroiden. Und jetzt machen wir Folgendes: Wir nehmen wieder eine Abstandsmetrik, die wir ja schon hatten, wie zum Beispiel die euklidische Distanz, sprich einfach die möglichst kurze lineare Linie, und weisen jetzt jeden Punkt deren Cluster zu, dem Zentroiden zu dem er den minimalen Abstand hat. Also wir berechnen uns von jedem Punkt entsprechend den Abstand aus und weisen jetzt die Punkte zu. Und zwar zu dem Cluster mit dem minimalen Abstand. Dann würden wir mal sagen, okay, das sind zum Beispiel die roten und das sind zum Beispiel die blauen. Also das wären der Cluster. Wenn wir das gemacht haben, ist der nächste Schritt, die zwei Punkte, die zwei Zentrilen sind ja recht zufällig positioniert. Jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir einfach hergehen und sagen, okay, wir setzen den Zentruiden jetzt in den Mittelpunkt, also in den Schwerpunkt des Clusters. Dazu einfach die durchschnittlichen x-Werte, die durchschnittlichen y-Werte, das sind dann die Koordinaten des Zentroids und wir setzen diesen also dann entsprechend rein. Das heißt, der rote kommt ungefähr hierhin und der blaue, der kommt ungefähr hierhin. Ja, dadurch ändern sich jetzt natürlich die Abstände. Und das war es auch schon, wir gehen diesen Algorithmus jetzt mehrfach durch, also wieder jeden Punkt zugeordnet zu dem Cluster, zu dem die minimale Distanz besteht. Dadurch ändern sich natürlich jetzt einzelne Zuordnungen. Muss sich nicht ändern, aber in dem Fall ändern sich zum Beispiel die 2. Durch die Änderung der Zuordnung ändert sich natürlich auch wieder der Schwerpunkt. Das heißt, auch jetzt wieder, wir setzen den Cluster in den Schwerpunkt. Wie lang machen wir dieses Szenario? Das machen wir so lange, bis sich entweder keine Änderung mehr ergibt, ne, dass einfach die Zuordnung perfekt ist, oder wir machen es, wenn die Änderungen nur mehr sehr klein sind, kleiner als Epsilon, oder gerade bei Farbreduktion von Bildern, wir machen es zum Beispiel genau 10 Mal oder 15 Mal, sprich wir gehen die Anzahl der Iterationen vor. Ja, das ist ein Clustering-Algorithmus. Funktioniert für alle möglichen Daten etc. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wollen Farbreduktion beim Bild machen, dann gibt es einen dreidimensionalen Farbwürfel, wo jedes Pixel, jeder Farbton sozusagen ja, die Clusterpunkte darstellt. Und rot, grün, blau spannen den Würfel auf und jedes Pixel ist dann an einer entsprechenden Position. Und dann, wenn wir sagen, wir wollen auf
50 Farben reduzieren, dann gibt es K gleich 50 Cluster. Die werden zufällig positioniert und dann immer entsprechend zugeordnet. Gut, was ist jetzt, wenn ich das K nicht genau weiß? Oder welches K soll ich wählen? Wie weiß ich, ob das gute Cluster sind oder schlechte Cluster sind? Wie kann man das vielleicht beurteilen? Dazu dann mehr im nächsten Video.